und herzlich willkommen bei Andreas Liedbacher, Personal aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T. Heute erster Einstieg, was ich euch versprochen habe, die Erläuterung vom HFT Hochfrequenztraining und zwar das Clustertraining in Form von Cluster. Warum wähle ich Cluster? Wie wähle ich Cluster? Was war das nochmal? Also Jungs, ihr habt den ersten Clip angeschaut, wenn ihr frisch einsteigen sollt, schaut euch den ersten Clip an. Oben in der Anzeige ist ein kleiner Banner, da werdet ihr direkt zum ersten geleitet. Da habt ihr die Einleitung zum Thema HFT, Hochfrequenztraining. Also folgendes, wir wählen einen Cluster. So, warum wählen wir einen Cluster? Ganz einfach, das HFT, Hochfrequenztraining, lebt von der Autoregulation. Was bedeutet Autoregulation? Das heißt, dass wir jeden Tag unser Biofeedback befragen, anrufen, hallo, hallo, wie geht es dir? Das spüren wir dann, wenn wir im Fitnessstudio sind und uns aufwärmen, spüren wir, heute habe ich ordentlich Bums. Heute habe ich ordentlich Power. Was mache ich heute? Heute werde ich mich entscheiden, bei der ersten Übung werde ich mich entscheiden, mit Zweierclustern zu arbeiten. Warum? Weil ich geladen bin, ich wahnsinnige Energie habe. Also entscheide ich mit großen Gewichten, die erste Übung zu machen. Die erste Mehrgelenks, die erste Grundübung. So, dann mache ich insgesamt mindestens 10 mal 2 Wiederholungen. Zum Beispiel Kniebeuge 1 und 2. Stopp! Gewicht ablegen für eine Pause von mindestens 10, 15 bis maximal 30 Sekunden. Gewicht wieder aufnehmen, die nächsten 2 Wiederholungen. Und so arbeite ich mich nach oben, bis ich 10 mal 2 Wiederholungen gemacht habe. Habe ich nach 10 mal 2 immer noch Power, dann gehe ich her und arbeite die 11., das heißt den 11. Cluster, 2 Wiederholungen, dann den 12., vielleicht den 13., den 14. und vielleicht den 15. Ihr müsst mindestens 20 Gesamtwiederholungen machen oder maximal 30. Erste Übung fertig, ich lege eine Pause ein, atme eine Pause tief durch. Kontrolliere, was habe ich für ein Power. Wieder mein Biofeedback auslesen und ich stelle fest, mein Biofeedback sagt mir, du hast noch Power, aber du hast nicht so die maximale Power mehr. Die hast du jetzt schon rausgeballert bei der ersten Übung. Also entscheide ich mich bei der zweiten Übung für ein Dreiercluster. Das heißt, ich mache hier maximal 10 mal 3 Wiederholungen, damit ich gesamt 30 Wiederholungen habe. Und ich mache minimal 7 mal 3, da bin ich bei 21 Wiederholungen. Das gleiche Spiel wieder. Ich mache die nächste Übung, mache meine 3 Wiederholungen, sauber ausgeführt, lege das Gewicht für maximal 30 Sekunden ab, atme in diesen Pausen schön gleichmäßig ein aus und arbeite mich so nach oben bis zu meinen maximal 30 Gesamtwiederholungen. Übung fertig, tief durchatmen, Pause einhalten, 2-3 Minuten, in den 2-3 Minuten achte wieder auf mein Biofeedback, höre auf mich und mein Körper sagt mir, die Power ist noch da, aber kein Maximum Power. Ich bleibe bei den Dreierclustern. Und ich mache dann die dritte Übung, weil maximal 3 Übungen führt man aus pro Trainingstag. Mache die dritte Übung wieder mit 3 Wiederholungen. Gleiches Spiel wie gerade erwähnt. Gleiches Spiel nochmal, maximal 30 Gesamtwiederholungen mit der dritten Übung. So, und dann habe ich meinen ersten Trainingstag fertig. Bei 3 Übungen mit den Wiederholungszahlen bin ich nach maximal 30 Minuten am Ende des Trainings. Und das war jetzt die Erläuterung zu den einzelnen Clustern. Wie ich die Cluster bewerkstellige, wie ein Cluster entsteht, wie ich das Cluster bewerte. Wie ihr gehört habt, ganz wichtig, euer Biofeedback. Achtet auf euer Biofeedback. Euer Biofeedback sagt euch, wie ihr handhaben sollt. Welche Gewichtsbelastung ihr heute nutzt. Das war der zweite Clip nach der Einführung. Der erste Clip, also der zweite insgesamt. Und demnächst kommt, ich hoffe in einer Woche, der dritte Clip. Und beim dritten Clip geht es darum, welche Übung suche ich mir aus, welche Übung nehme ich am besten. Und vor allem, wie mache ich die Pausen? Wie verarbeite ich die Pausen? Was mache ich in meiner Trainingspause? Gibt es da eine wichtige Technik, die man beachten soll in diesen kleinen Mikropausen von 10, 15, 20 bis zu 30 Sekunden. Was kann man da tun, um seine Leistung weiterhin zu fördern? Das kommt im nächsten Clip. Das war's schon. Personal Trainer Andreas Liedbacher aus Karlsruhe, bekannter als Mr. T. Bis nächste Woche. Hallo und herzlich willkommen in meinem YouTube-Channel. Viele von euch
kennen mich als Personal Trainer Karlsruhe. Und noch mehr kennen mich als Mr. T. Schaut einfach regelmäßig rein in meinen YouTube-Channel. Und ihr erhaltet bei mir die wichtigsten Infos und vor allem die ehrlichsten Infos. Vom ältesten und vom gereiftesten Personal Trainer. Und ganz wichtig, wehe, ihr abonniert nicht.